Dürfen wir deins auch sehen? Ja, aber trotzdem, noch nicht. Noch nicht? Ich sag dir warum. Ich möchte das gerne mit dir einmal durchspielen. Und ich will das dann nebeneinander legen und gucken, wie deine Erwartungen sind und... Oh, hallo? Deswegen. Okay. Das ist so ein Test, den ich jetzt bestehen muss. Ich habe nicht gelernt. Also keine Ahnung, was mich erwartet. Ich will gucken, was du schreibst, was ich geschrieben habe. Okay, easy. Das war so eine Art Partnerschaftstest, wenn man das so nennen kann. Du schreibst einfach, wie sollte ein Mann sein? So mit einem Begriff. Ich weiß, das ist schwer. Begriff. Nur ein Begriff. Ich hatte die Intuition, dass sie genauso antworten würde wie ich. Als Mann muss ich stark sein. Okay. Okay, das ist sehr interessant. Weil so kann ich jetzt sehen, wie du denkst und du siehst, wie ich denke. Das war mein erster Satz. Für mich ist es wichtig, als Mann halt meine Familie und meine engsten und liebsten Menschen zu beschützen. Warum ist das so? Krass, ne? Das ist so crazy hier alles. Wow, okay, krass. Das ist zu 90% gleich. Boah, ich hab grad richtig Herz. Das ist heftig, ne? Das ist krass. Das war jetzt quasi noch mal so dieser Proof, sind wir wirklich so gleich, wie wir die ganze Zeit in den Gesprächen das denken. Wow, krass. Das ist heftig. Nicht weinen. Das ist deep. Das ist richtig deep. Das ist richtig deep. Das war der finale Test, der mir jetzt zu 100% die Augen geöffnet hat. Ich find's schön. Ich find's wunderschön. Ich glaube immer erst Sachen, wenn sie geschehen sind. Und deshalb möchte ich mich auch noch nicht zu doll darauf versteifen, dass da wirklich alles so ausgeht, wie man es ja jetzt vermutet anhand der ganzen Sachen. Aber ja, vielleicht und hoffentlich bleibt es ja so wie hier und dann wird alles gut. Ich kann nicht, ich bin richtig so. Das ist krass, ne? Wow. Krass, was geht denn da bitte ab? Was seine Partnerin wohl dazu sagen wird? Hier geht's zum Lagerfeuer, hier rechts, da geht's zur ganzen Folge. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns.